Herzlich willkommen, Herr Mützenich, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Rosenberg. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass ja jetzt die SPD auf die beiden Partner, möglichen Partner, Grüne und FDP, zugeht? Wie wird das dann tatsächlich stattfinden? Nun, wir werden das heute in den Gremien beraten. Wir werden Einladungen an die im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien aussprechen. Olaf Scholz hat einen als den wichtigsten Wunschpartner die Grünen genannt. Und ich hoffe, dass sich niemand verweigert und auch letztlich klar macht, dieses Land braucht eine Reformkoalition, geführt von der SPD. Natürlich haben Sie da eine gewisse Konkurrenz, nämlich Armin Laschet und die Union. Die Aussage, wir sind zwar Platz zwei, aber wir können trotzdem versuchen, eine Regierung zu bilden, eine Jamaika-Koalition. Und da war es ja immer so bislang, dass Christian Lindner von der FDP gesagt hat, er würde auch lieber mit denen. Da haben Sie einen gewissen Startnachteil. Ich habe keinen Startnachteil, sondern ich habe es erneut wieder mit einem Kollegen Lindner zu tun, der offensichtlich bereit ist, die Republik in eine Warteschleife zu schicken, insbesondere auch Gestaltungskraft und Gestaltungswillen vermisst. Wir haben ihm Angebote gemacht mit unserem Programm und ich finde, er sollte schon zur Kenntnis nehmen, dass mehr als die Hälfte der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sich eben Olaf Scholz im Kanzleramt nach diesem guten Wahlergebnis wünschen. Das klingt ein bisschen so, als ob Sie Druck auf Christian Lindner ausüben möchten. Nein, ich glaube, der Druck besteht letztlich darin, Herr Lindner hat mit seiner Partei nicht gerade groß zugelegt. Er behauptet aber Ansprüche, hier für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und für alle Bürgerinnen und Bürger zu sprechen. Ich glaube, insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien, junge, ältere Menschen wissen, wir brauchen in diesem Jahrzehnt einen großen Gestaltungswillen, der aber auch Reformen beinhaltet und der die Menschen in den Mittelpunkt stellt und keine irgendwelche Gruppen. Und zurzeit habe ich von Herrn Lindner eher den Eindruck, dass nachdem wir es gelungen ist, eine konservative Übermacht in den letzten Jahren eben in eine sozialdemokratische Richtung umzusteuern, dass er jetzt diese Verantwortung scheut, mit uns gemeinsam das Land voranzubringen. Sie möchten ja die Spaltung in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich wieder ein bisschen abmildern, wieder kleiner machen, diese Kluft, indem Sie zum Beispiel sagen, wir möchten Vermögenssteuer, wir möchten den Spitzensteuersatz anheben. Das sind zwei Punkte, das sind wie rote Tücher für die Liberalen. Wie möchten Sie da eine Einigung erreichen? Wir wollen erstmal eine Kindergrundsicherung einführen, damit Kinder einen Rechtsanspruch haben, in dieser Republik an allen gesellschaftlichen Möglichkeiten auch teilzuhaben. Das bedeutet natürlich auch, der Staat hat ein Gestaltungswillen und muss letztlich eben auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Dafür brauchen wir ein finanzielles Fundament. Und wenn Herr Lindner nur Steuergeschenke an die Unternehmen geben will, dann ist das seine Sache. Wir denken über die Mehrheit hier im Lande nach, die eben jetzt bemüht ist, in einer Umbauphase der Wirtschaft, in einer gesellschaftlichen großen Herausforderung auch zu partizipieren. Und um die werden wir uns kümmern. Heißt das, Sie brauchen die Kindergrundsicherung, das ist etwas, das möchten Sie erreichen, dafür brauchen Sie das Geld. Wenn jetzt Christian Lindner Ihnen einen Vorschlag macht, lasst uns es so machen und dafür auf eine Erhöhung der Steuer verzichten, dann würden Sie sagen, okay, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Kann ich das so verstehen? Ich habe ja noch gar nicht mit Herrn Lindner gesprochen. Ich weiß ja gar nicht, was er will. Zurzeit denkt er offensichtlich nur über Herrn Laschet nach und manchmal habe ich den Eindruck, er besitzt zwei Parteibücher, das eine von der FDP und das andere von der CDU. Ich finde das etwas gewagt, was er hier macht, insbesondere wenn ich ihm nochmal den Spiegel von vor vier Jahren vorhalte. Jetzt ist er, damals war er ja, ist die FDP wieder neu eingezogen ins Parlament und da war er die ganz große, starke Kraft. Wie sehen Sie denn eigentlich seine Mannschaft, sein Team? Gibt es da aus Ihrer Sicht so eine Art Bewegung doch auch Richtung SPD? Naja, Sie sehen ja in der Bundesrepublik verschiedene Landesregierungen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Hier trägt die FDP schon in der zweiten Legislaturperiode mit Malu Dreyer Verantwortung, bringt dieses Land voran, schafft insbesondere neue industrielle Arbeitsplätze. Und vielleicht kann Herr Lindner ja gerne mal nach Mainz schauen und sich von da beraten lassen. Also Volker Wissing zum Beispiel, der FDP-Generalsekretär. Sie glauben, mit dem könnten Sie möglicherweise gut verhandeln? Ich weiß nicht, ob es einzelne Personen sind, aber die FDP muss einfach wissen, worauf es in diesen Jahren hier in Deutschland ankommt. Die Menschen wollen Olaf Scholz im Kanzleramt. Der rote Balken ist nach oben gegangen. Die CDU hat dramatisch verloren mit einem Spitzenkandidaten, der offensichtlich nicht bereit ist, Verantwortung nach diesem Wahldebakel auch einzugehen. Und von daher mache ich mir aber auch wenig Gedanken über die, sondern wir bereiten uns gut auf die Sondierungen und auf die Koalitionsverhandlungen mit einer starken SPD-Fraktion vor.
Wie bereiten Sie sich da vor? Können Sie das mal erklären, beschreiben? Naja, inhaltlich insbesondere, das tun wir aber schon seit einigen Wochen. Wir haben natürlich Wahlkampf geführt, aber auf der anderen Seite auch gehofft, in Regierungsgesprächen zu sein, dass wir jetzt der Erste auf dem Platz sind. Das ist letztlich gut. Und auf der anderen Seite habe ich eine ganz neue Mannschaft, eine große neue Mannschaft in der Fraktion. Aber wir werden das mit der Partei und natürlich insbesondere mit Olaf Scholz beraten. Wir werden Gesprächswünsche eben auch annehmen, aber auf der anderen Seite auch Gesprächswünsche senden. Und das ist jetzt das normale Geschäft und das werden wir gleich auch in den Gremien beraten. Sie haben es angesprochen, die neue Mannschaft, die SPD-Bundestagsfraktion. Wann wird da die Wahl des neuen Vorsitzenden stattfinden? Also erstmal kommen wir morgen als stärkste Kraft im Deutschen Bundestag als Erste auch zu einer Sitzung zusammen. Das haben wir geplant vor ein paar Wochen, ohne das Ergebnis schon zu wissen. Und wir kommen mit der alten und mit der neuen Fraktion zusammen. Das heißt, unter Corona-Bedingungen können wir das nur im Plenarsaal tun. Und am Mittwoch wird sich die neue Fraktion konstituieren. Und da werden wir dann auch einen Fraktionsvorsitzenden wählen. Sie stellen sich zur Wahl, schätze ich. Wenn ich meiner Fraktion weiterhin Stabilität geben kann, möchte ich ein Angebot unterbreiten. Müssen wir leider das Gespräch beenden, weil hier jetzt auf der Bühne dann dieses Wahlsieger kommt. Danke Ihnen.